Hallo Leute und willkommen zu Let's Play Final Fantasy X. Es geht wieder weiter. Das letzte Mal haben wir angefangen, ein paar Monster zu fangen. Jetzt geht's weiter mit den paar Monster fangen. Und zwar bei. Protokinika. Und dann noch. Mihenstraße oder Fungus Pass. Wer von euch hat weniger? Der hat verdammt viel. Wie viel hast du? Okay, nachher kommt der Funguspass, dann viel weniger. Ach, da ist alles kaputt und so. Dort hinten sieht man sogar das Flugschiff, das finde ich noch nice. Ich bin unsicher, aber eigentlich sollte hier nirgends so eine schwarze Bestie auf uns warten. Sollte. Sehr schön, alles am Reparieren. So. Jetzt kann ich das ja besser lesen. Das sind irgendwelche Schriftzeichen. Pa. Sie. Es. Hab hier eigentlich alles, was ich holen will. Ah, jetzt erstmal gucken. Da gibt es auf der Insel 4 verschiedene Monster. Den hätten wir schon mal 2. Es fehlt noch die Pflanze und das Magieteilchen. Okay. Pflanze und Magieteilchen. Sollte nicht so schwer sein. Ich weiß nicht, die große Pflanze, die vorhin hier in der Mitte war, sondern eine kleine Pflanze. Kurz gucken, ob die Zeit weiterläuft. Scheint weiter zu laufen. Magieteilchen immerhin. Okay. Weil die vorhin schon nicht getroffen haben, werde ich jetzt eben mit ihm das übernehmen. So. Magieteilchen hätte ich auch. Und jetzt fehlt nur noch die Pflanze. Ja, das ist auch der Grund, warum ich das nachher offline mache. Jetzt haben wir schon viel gefangen, aber die Teile 10-mal zu fangen. Ihr habt ja gesehen auf der Dings. Ah, das ist sogar nice. Und fertig. Alles gefangen, was ich fangen wollte. Jetzt geht's zum Fungus-Path weiter. Ich glaube, ich wollte den Fungus-Path. Weil da gibt es auch nur. Wenige. Ne, doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibt es hier. Bei der Mihenstraße gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deswegen wollte ich den Fungus. Pass. Warte mal, ist es denn das Gebiet, was ich denke, dass es ist? Fungustal gibt es auch so das Teil. Deswegen ist das andere ja vorkommen selten, vorkommen oft. Erscheint nur im südlichen Teil der Grube und an einigen Stellen der größeren Strecke. Scheint oft. Ach ja, hier ist mal kurz rumlaufen für Monster. Sehr oft und sehr oft. Also das Einzige, was Probleme machen sollte, wäre den Fungo-Ongo. Aber ich habe Erinnerung, dass der Fungo-Ongo verdammt oft... dass ich den verdammt oft hatte. Null Monster habe ich nicht drin, da bin ich mir sicher. Dankeschön. Okay, damit hätten wir schon mal 3 davon. Ich bin gerade unsicher, was du als besiegen kannst. Du kannst bestimmt den besiegen. Ich werde Auron mit Tidus wechseln, einfach weil der mir zu wenig trifft. Das ist das einzige Problem bei dem.
Meine Erfahrungspunkte kriegt man hier nicht viel. Es geht einfach darum, dass ich den Gegner treffen muss. Also wir haben jetzt drei. Einmal den Fungus, einmal den fliegenden Typen da. Einmal das Feuerchen. Das heißt, der ganz große fehlt noch. Und die Ratte. Die Ratte haben wir jetzt. Und also dann haben wir noch den großen Vogel und das ein bisschen tanky andere Teil. Also du kannst angreifen. Ups. Du kannst nochmal angreifen. Na gut, das ist schon fertig, weil du bist. Auch am Schatten kannst du. Immerhin kriegt man hier einigermaßen Erfahrungspunkte. Besser als bei den anderen Orten. Ich hoffe, die anderen zwei Gegner kommen hier überhaupt. Ja, damit hätten wir den zweitletzten auch noch. Es fällt nur noch einer. Warte mal, wer es ist. Es ist Garuda. Den kann man, wie es aussieht, hier richtig besiegen. Und nicht dort, wo ich vorhin war. Er scheint nur im südlichen Teil der Grube. Und jemand anderes stand doch genau das gleiche. Er scheint nur im südlichen Teil der Grube, nicht? Nee, das ist schon nur bei dem. Unsicher. Und an einigen Stellen der größeren Strecke. Was heißt das, bitteschön? An einigen Stellen der größeren Strecke. Ich würde schon sagen, dass die in der südlichen Teil der Grube ist schon das da. Das ist doch die Grube. Ich hätte auch einfach Fungustal schreiben können. Darum bin ich jetzt ein bisschen unsicher. Eigentlich sollte man hier schon den Garuda kriegen. Ihr seid es nicht. Ich bin eigentlich nicht gerade irgendwo mal noch gesucht. Gegeben die halt 154, yay, so gar nichts, was ich brauche. Also nochmal Garuda. FX. Okay, wie es aussieht, meint, dass das was anderes ist. Wow. Level up. Die meinen, dass es hier nicht oft gibt, sondern vor allem in der Nähe des Liftes, aber kommt da nicht das was nicht kommen soll? Was ich nicht will, dass da kommt. Überprüfen. Geht nichts über überprüfen. Obwohl, ich bin gerade unsicher. Diose. Oder Jose. Gibt es da vielleicht nicht auch sehr, sehr wenige? Viele gibt es da. Naja, es gibt schon sehr viele. Und wir haben ja schon fast alle vom anderen Gebiet gefangen. Jetzt muss ich einfach gucken, dass ich da nicht zu falsch machen. Warum so weit rausgesucht? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Das sieht für mich aus wie immer noch die Gegner von Fungus. Natürlich triffst du nicht. Ah, ich hätte mit ihm. So ist er jetzt plötzlich schneller. Das ist
passieren. Zweimal dran gekommen. Ah, wegen Präventivschlag steht, da kommen alle einmal dran. I forgot. So, dann hier runtergehen. Und hier mal kurz einen Save State machen. Wenn es nicht funktioniert, dann kann ich einfach dort wieder zurückgehen und dann muss ich irgendwas anderes machen. Und natürlich, er kommt gleich hier. Also, ja. Das sind andere Gegner. Von wo seid ihr? Weevil. Seid ihr von der Bienenstraße? Jupp, das sind die von der Wiehenstraße. Komm schon, ich will dort hinten hin und ich will nicht, dass dort dann das kommt, was kommen soll. Siegeshymne. Hey. Ich habe was Neues gelernt. Der Weevil kommt selten vor. Bisher ist es nicht gerade selten gewesen. Mach hier nochmal ein Safe State. Das ist überhaupt nicht selten, wie es ja jedes Mal kommt. Auswärts mit Tidus. Jetzt kommt der immerhin ein bisschen schneller drauf. So. Und kommt hier das, was ich denke, was hier kommt? Bisher noch nicht. Das sieht noch gut aus. Sieht noch gut aus. Ich wollte auch mal perfekte Ausrüstung bauen. Also die für mich, das heißt, also die Rüstung war das, was alles, also eines Autohost wollte ich. Dann wollte ich noch, es gibt so einen Schutz, das macht Schutz vor allem. Das heißt blind, Gift, alles einfach. Das wollte ich dort drin haben, glaube ich, in der Verteidigung. Und im Angriff, glaube ich, Triple Ekstase, Triple AP. Und dann einfach noch Hit Expander und Ekstasenwandler oder so, was in der Art. Ich habe versucht, aber herausgefunden, was ich dafür machen muss. Da war es einfach nur noch. Nee, danke. Ich glaube, ich hätte den einen Boss irgendwie extrem lange bestellen müssen und so. Ach, keine Ahnung. Naja. Ich kann mich auch erinnern, dass der eine Gegner am häufigsten am Ende kommt. Eine kleine Eidechse haben wir schon maximal gefangen, überrascht mich irgendwie. Ach ja, ich erinnere mich noch daran, dass ich hier durchlaufen musste, wo ich noch gar nichts hatte. Das war nervig. Das war noch mühselig, die Gegner hier zu besiegen. Oh, da habe ich schon so oft gefahren. Na, der kommt eigentlich immer dazu. Das heißt, wir haben schon 10 Kämpfe mindestens bestritten.
Ja, der kommt eben noch dazu. Irgendwie. Rico könnte ich ja auch Doppelgill und so machen. Ja, hätte ich wirklich bestechen müssen, hätte ich einfach in der Omega. Ruine. Durchgestochen. Na, endlich. Das erste, was ich sehe. Kein One-Shot, oh mein Gott. Rico, wie kannst du nur kein One-Shot geben? So, jetzt müssen wir noch zum Safe Point rausgehen. Ich glaube, der Safe Point geradeaus ist jetzt schon fast näher als der Safe Point hinter mir. Ah, oh, nochmal. Das ist nice. Ich brauche schon Rico Kritte zu Tode. Schade, schade. Es kommt einfach vor, kann nicht mehr dran. Die Krise dort ist offen, sieht zumindest offen aus. Jo, ich will da runter. Das ist bestimmt noch ein Kampf davor. Mein Hinterhalt. Dazu noch versteinern. Die Angriffe Rico angreifen. Stirbt die? Nein. Okay. Das braucht einen normalen Angriff zum Sterben. Das wäre für Teilchen oder was? Leider, leider. So, das sollte eigentlich hier oben, glaube ich, schon fast der Speicherpunkt vor mir sein. Wenn ich richtig bin. Könnte auch falsch liegen und dann muss ich noch eine Weile laufen. Ja, sehr krass, so habe ich es mir vorgestellt. Ich muss noch ein bisschen laufen, aber der ist so ziemlich gerade vor mir. Auch einfach nur dort hinten hoch muss, oder? Hab ich nicht recht? Ich hab nicht recht. Weit ist es aber trotzdem nicht. Okay, dann habe ich es auch schon maximal. Den glaube ich noch nicht, aber den habe ich auch schon maximal. So, ich muss hier links. Da. So, und hier oben hätte es sehr oft den Gerudo gegeben, hätten wir den jetzt nicht schon gefunden. Genau hier. Und wir gehen einfach weg. So, jetzt sollte ich eigentlich alle Gebiete, die ich habe, müsste ich jetzt haben. Alle Gebiete, die ich habe, müsste ich haben. Best ever. Ich glaube, mit Senneken muss ich auch gar nichts fangen. Dazu. So, ist du bitte noch. Hallo, du Vogel. Das ist einfach so viel schneller. Das ist unglaublich. Das ist wirklich viel schneller. So. Eingehen. Wie lange sind wir hier schon am Aufnehmen? Okay, eine angenehme Zeit. Ich will eigentlich gar nicht gegen die kämpfen, die er mir dagegen wirft. Ich habe die bei uns von der Insel bisher studiert und ein neues Exemplar erschaffen. Untermittel kriege ich noch und ich wollte mal zur Probe kämpfen. Das erste Mal ist kostenlos. Ich teste es einfach mal.
wahrscheinlich aber verloren. So wie ich mich selber kenne. Aber nur schon, dass ich vorher dran bin, ist schon mal sehr gut. Auch Bombe, okay. Das ist wunderbar, wundervoll. Du hast noch keine Haus, doch du kannst Haus auf dich selber machen. Nice! Jetzt greifst du einmal an und machst gerade One-Shot. Ja, du machst extrem One-Shot und du bist, oh mein Gott, viel zu stark. Dann teste ich nochmal was anderes. Das Magus-Trieb. Das habt ihr noch nicht gesehen, groß. Ich find's so genial, er ist einfach am Boden am liegen, wenn man Beschwörung soll aufstehen und wegrennen. Sieht das nicht schön aus? Ein schöner Blumen. Tada! 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 So. Jetzt, die sind ziemlich speziell. So ungefähr wie Yojimbo. Freie Hand, die machen einfach irgendwas. Liebet euch ist einfach Heilzauber. Vereint euch ist, zuviel ich weiß, die Ekstase. Ich kann jetzt mit zwei, also. Liebet euch, er muss nicht wirklich Heilzauber, sondern macht einfach freie Hand und er macht Schutzengel. Schutzengel ist verdammt OP. Wenn der jetzt stirbt, wird er einfach wiederbelebt. Du kannst auch noch. Du kannst bitte kämpfen, das heißt bitte mach nochmal einen Angriff, das macht er auch, ganz normal Angriff. 2000 Schaden, okay. Bitte kämpfen, schützt euch. Abwehr und Hilfszauber, aber ja, ich will jetzt vereint euch. Langweilen. Verdammt! Voll geneigt. Ja, du kannst es auch bitte kämpfen. Bitte weiter, halt lässt auch zu wiederholen, gibt es auch noch. So, Dreiecksbeziehung, das ist die Ekstase von denen. Die ist auch recht OP. Sag mal so, wenn ich es mit der nicht schaffe, den zu besiegen, dann. Ja. Kann ich eigentlich gleich aufgeben, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Angriff genau abgelaufen ist. Ich war nicht so ein extremer Fan von Magus Trio, weil die halt eben manchmal nichts machen. Mehrere Explosionen. Das scheint aber immer noch nicht gereicht zu haben. Wow. Überlebt es eigentlich nicht gut. Das ist gut, die haben alle einen Spezialangriff und von ihr mag ich am meisten, weil das halt einfach mehrmals ineinander treffen. Auf die Gegner ist vielleicht jetzt nicht am praktischsten, weil der normale Angriff wäre da auch schon genug gewesen, aber ja. Ist es überhaupt noch was? Schellen? Schellen ist sowieso doch gar nichts. Protest wäre das, was ich jetzt würde. Du bist tot, aber du wirst wiederbelebt. Das ist Schutzengel. Genau das. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden das macht. Subspirit, willst du mir verarschen?
Schmelzklinge, das macht viel Schaden. Sollte viel Schaden machen, sagen wir so. Ja, 19.000, hä? Und tschüss, du! Hätte vielleicht einfach angreifen sollen. Das macht viel Schaden. Tschüss, Liste. Der Typ ist auch nicht mal auf dem Boden, das stört mich. Ich bin jetzt unsicher, wenn ich sterbe, was dann genau passiert. Dann hätte Hast auf 7, 8, 2. Egal, du kannst es beschwören. Anima ist noch mein stärkstes Teil. Obwohl ich jetzt nicht sicher bin, ob der mich einfach one-shottet. Das könnte gut sein. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass er mich nicht one-shottet. Ich habe mich geirrt. Der einzige Vorteil, den ich habe, ist einfach, dass er nicht oft drankommt. Sonst bin ich im Allgemeinen Arsch. Weil es einfach durch ihre Bestias durchgehen. Also, mach es halt eben. Mach es halt eben so schnell. Einfach. Vielleicht macht der Jimbo ja gleich Sonnato und dann ist es auch fertig. Wer weiß, wer weiß. Bye bye, Yojimbo. Oh. Oh, oh. Das sind stärkere Angriffe. Ich hab gewonnen. Ist zwar nicht ganz so, wie ich vorgestellt habe, aber okay. Ah, es gibt schon Erfahrungspunkte und Amulett. Ja, aber das besiegt nicht schlecht, aber gebt doch damit nicht zufrieden. Wenn ihr es erkennen bleibt und zeigt dann, wie wir es wissen machen. So, die anderen mache ich aber jetzt nicht. Ich habe die Monsterfokus passiert und daraus ein neues Exemplar geschaffen. Todeskreatur, Permakrit. Bleiben lassen. Giftkralle mal 99. Auch nicht. Nein, will ich nicht. Gib mir jetzt endlich die Sachen. Vielleicht silbernes Auto. Oder war die. Ich muss 4 Gebietsteile besiegen? Ah, jetzt habt ihr ein Spezialexemplar gemacht. Tote Zukunft 99. Jupp, ich hab's. Jetzt muss ich kurz gucken. Dafür will ich in den Shop gehen. Ich weiß nicht mehr, wo ich die Sachen kriege, die ich kriegen will. Ups. Ich glaube, der Typ da hinten, der Rin hat er geheißen, oder? Ich glaube.
May I help? Ja. Doppel-AP, das ist noch angenehm. Obwohl, das Schild hätte ich behalten können. Irgendwie ist es halt nicht das, was ich brauche. 50% weniger MP. Ich habe jetzt das gemacht, dass ich gar keine MP mehr brauche, also... Also praktisch keine. Das behalte ich. Das muss ich auch behalten. Nothast. Das ist ja das, was ich behalten muss. Oder? Nee. Eigentlich nicht. Aber da 2 frei. Ist gut, dass er 2 frei hat. Der hat 2 frei. Der hat auch 2 frei, aber... Ach, den soll ich denn da... Nein. Der hat 2 frei. Zauberkomputer ist zwar interessant, aber nee. Der braucht 2 frei. Was hat der Strom- und Kälteschlag? Der hat Steinschlag. Ich brauche eigentlich Sachen, die 3 frei haben, aber... Das zum Beispiel hat sogar noch Doppel-Ekstase dabei. Oh mein Gott, das ist schon das die Hälfte davon, was ich brauche. 3 frei und dann brauche ich das auch nicht. Ja, eben sowas ist gut. Phantomwappen, das ist eigentlich noch recht stark, falls mal jemand ein Element angreift. Generator brauche ich nicht. Siegesarm. Das ist auch etwas, was sehr praktisch ist. Da ist noch irgendwie was suchen. Was mehrere Sachen frei hat. Drei Sachen frei mindestens, oder sonst halt schon das Zeug drin haben. Das wäre gut, aber das ist auch beim Angriff, nicht bei der Verteidigung. Überall Sachen, die ich nicht brauche. Ja, genau solche Sachen. Die sind sehr teuer, aber ich brauche sie. Mal gucken, ich will für Riku möglich. Dann Wakra, weil der wahrscheinlich am meisten Impact hat. Und... Machen wir unsere Wassergruppe gleich mit Tidus hinterher. Thank you. Ah, how it. None too sh. Check this out. Hella Dusadwi. Just repeating what I've said is not top. But your pronunciation's quite passable. You've been studying, I see. Ja, wir haben ja schon sehr viel.
So, ich glaube, ich müsste theoretisch den Park finden. Ja, müsste ich. Aber ich werde noch kurz zeigen, was das heißt, was ich jetzt gerade gemacht habe. Wieso ich das ganze Zeugs machen musste und so. Und zwar gibt es da einen bestimmten Gegner. Der bestimmte Gegner muss ich dann da ganz bestimmt angreifen. Straßenwandler ist einfach wichtig. Okay. So. Jetzt bin ich hier. Noch einmal kurz ein Save State. Dann Umbau, bitte schön. So Doppel-AP oder sowas kann ich wahrscheinlich den noch nicht geben. Doppel-Up wäre Final Elixier. Was wollte ich? Warte, das ist aber nur so wenig Sachen, die ich umbauen kann. Ach so, weil ich nicht sortiert habe, okay. Mach ich das doch kurz noch. Ausrüstung automatisch sortieren. Dankeschön. So, dann müsst ihr das noch ausrüsten, logischerweise. Nein, du warst ja nicht. Du warst noch. Und du. So, jetzt nochmal kurz ein Safe-Save machen. Ich habe Final Elixier gerade 30 bekommen, das heißt, ich könnte es eigentlich benutzen. So, jetzt will ich gegen den Gebietssammlung Dontonberry. Ah nein, ich muss noch. Ah. Ich habe doch was falsch. Etwas muss ich noch ändern. Also mehr als nur etwas. Oh, das ist wahr dumm von mir. Ich hole doch die Ekstase. Einfach diese von den Leuten ändern, die ich jetzt benutze. Und natürlich die Gruppe gleich noch richtig machen, wäre auch noch praktisch. Jetzt noch mal kurz ein Safe State. Ich hätte das Safe State einfach laden können, dann hätte ich mir auch 1000 gespart. Egal. Jetzt habe ich alles vorbereitet. So, und jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ich genau damit meine. Ja, das Hass zu machen lohnt sich nicht wirklich. Und zwar, ich greife den jetzt einmal an. Mach ein bisschen Schaden. Okay. Dann macht ihr den Angriff und jetzt schaut mal, wie viel Schaden das Teil macht. 29.400. Ja. Und die 29.400 haben wir gerade als AP gekriegt. Und er muss dreimal näher hingehen, damit es passiert. Darum ist hier jetzt Auto-Hass zum Beispiel, wäre so praktisch. Oder Auto-Phoenix-Feder. Der sollte sogar noch mehr Schaden kriegen, weil Wacker am meisten gebraucht. Wollen wir mal kurz gucken. Ja. Es ist irgendwie so, dass die Leute, die man irgendwie mehr gemacht hat. Ich schätze, es ist einfach so, Gegner töten gleich mehr Schaden oder so. Das müsste ich eigentlich mal überprüfen.
Ja, die Vakuum noch einmal kurz. Und es sollte es, wenn es immer noch funktioniert. Aber verdammt viele Erfahrungspunkte gekriegt. Eben deswegen Doppel AP, Doppel Ekstase oder gar Triple AP und Triple Ekstase ist verdammt OP. Ja, das war aber so ziemlich nicht das, was ich wollte. Es war nicht schlecht, aber es reicht noch lange nicht. Wie viel habe ich denn dafür Doppel AP brauche ich? 20 Finale Elixier, oh mein Gott. Dann brauchte ich aber, wenn ich jetzt die Rüstung anschaue, ich habe nicht irgendwo noch Rüstung übrig. Heulingers gerade habe, ja. Alien-Energie, ich meine mit ihr zum Beispiel sollte ich es sehr gut schaffen. Das Siegesamen. Kannst du mir kurz sagen? Autokur. Autophönix, Papo Mega Phönix und Papo, okay. Das würde ich gerne haben. Ah, Amulett braucht man. Rarität, okay. Ja, ich schätze mal, ich werde dann offline. Also jetzt noch ein bisschen Level verteilen. Offline Sachen sammeln, damit ich ein bisschen Doppel-Stasi und so Sachen kriegen kann. Damit das ein bisschen schneller geht als irgendwie geht es nicht schnell genug für mich momentan. Also wenn ich das sonst normalerweise gemacht habe, habe ich gleich 99 Levels gekriegt auf einmal. Das will ich wieder erreichen. Und da müsst ihr ja nicht zuschauen, wie ich die Sachen da kriege. So. Ein paar schon extrem überziehen, aber egal. Oh, Aura kommt jetzt ein bisschen schneller dran. Ist ja eigentlich unten. Jonglieren oder sowas. Schätze ich mal. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Ihr wollt da hinten an den dran gehen. Gleich speichern. Also das nächste Mal weiß ich nicht, wo ich wieder starte, aber könnte auch hier sein. Dann sage ich bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.